Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe kürzlich die Ehre gehabt, mit meinem Mentor, sagen wir so, er ist Bestsellerautor, hat mich sehr geprägt, ein Interview zu machen, und dabei hat es mich sehr emotional bewegt. Es ging darum, dass er eigentlich erwarten durfte, und nicht nur er selbst, sondern viele, viele Professoren haben gesagt, er darf den Nobelpreis tatsächlich erwarten, aber er hat ihn nicht bekommen. Im Gegenteil, es kam zur Zensur. Es wurde eigentlich total beerdigt, diese ganzen Erkenntnisse. Und diese Erkenntnisse wären für Sie und für mich, für unsere Gesundheitsfindung oder für Heilprozesse enorm bedeutsam gewesen. Ja, ich möchte nochmals hier eintauchen in diese Geschichte rein und habe ihn eingeladen, heute nochmals mit mir eine Sendung darüber zu machen. Es ist der Dieter Bröers. Bleiben Sie dran, wir legen gleich los. Ja, und da ist er, lieber Dieter Bröers, ganz herzlich willkommen und danke, dass du dich nochmals auf die Reise begibst in diese traurige Zeit hinein. Das habe ich gespürt, es hat noch etwas mit dir gemacht bei der letzten Sendung. Das war schon sehr emotional und das tut dir heute noch weh, oder? Naja, es sind Wunden, die teilweise immer noch nicht so ganz verheilt sind, obwohl ich sagen möchte und darf, dass ich das Ganze auch durchschaut habe. Ich komme jetzt aus einer übergeordneten Perspektive und nehme so eine Art Anschauung vor. Also Anschauung ist ja der Zustand, dass man Dinge anschaut, so wie sie sind und nicht, wie sie sein sollten. Also in purer Sachlichkeit. Mhm. Ja, und das ist mir möglich. Ich bin da relativ jetzt über Jahrzehnte natürlich, insgesamt ja 4 Jahrzehnte Erfahrung mit dieser Innovation, mit dieser Erfindung, bin ich da in den Frieden gegangen. Das muss ich schon sagen. Und ich möchte auch noch mal daran erinnern, dass ja eine Erfindung, die ja auch zu Patenten geführt hat, Europa-Patenten, USA-Patenten, Japan-Patenten, wie auch immer, sehr vielen Patenterteilungen, im Wort steht es ja drin, man findet etwas sozusagen, was aber schon da ist, sonst findest du ja nichts. Du kannst ja nichts finden, was nicht da ist. Ja. Also es ist weniger von dir selber, ja, sondern ich habe es gefunden, was schon da ist. Also das ist, glaube ich, eine gute Haltung, wenn man das auch so erkennt als Erfinder von einer Idee, die er umsetzt. Muss nicht gleich immer ein Patent werden. Aber es war wirklich in Form einer Inspiration, völlig klar. Und sie war auch als solche erkennbar über die vielen Synchronizitäten, die Ereignisse, die mir gezeigt haben, wow, das ist jetzt nicht irgendeine Idee, ja, sondern es ist etwas ganz Besonderes. Und das war es auch letztlich, ist es immer noch. Aber dass es mir so viel Ärger einbringen würde, also ich glaube, Ärger ist noch sehr linde ausgedrückt, das hätte ich mir damals gar nicht träumen lassen. Aber ich bin an einem Punkt, wo ich das wirklich anschauen kann und damit auch relativ in Frieden umgehen kann. Aber was mich da drin einfach noch wundert, meine, das sind ja wissenschaftliche Studien gemacht worden, 2-mal sogar in den höchsten Standards. Da sind Universitäten involviert gewesen, Professoren, ja, bis hin zu Regierungsvertretern, und alle haben das ja mit unterstützt und getragen, und dann plötzlich war es nur noch was abgeschnitten und du warst der Puhmann, oder? Ja, es war so. Wenn ich mir überlege, ich habe vor ein paar Wochen oder jetzt schon wieder ein paar Monate her einen alten Zeitungsartikel gefunden von der Zeitschrift Kölner Express. Das ist im Kölner Raum eine Tageszeitung mit einer sehr hohen Auflage, also mehrere Millionen, glaube ich, war es damals. Und da war Pfingst 1984. War ein Artikel drin, auch mit einem Bild, wurde mein Name erwähnt, und man hat schon die erste Studie erwähnt dort bei Asthma-Bronchiale-Patienten durch die Erfindung von mir. Man muss sich vorstellen, 84. Was dann passierte, war natürlich, das ist dann eine ganze Menge sehr, ja, dass es mir sehr ungemütlich wurde. Das heißt, also es gab die Diffamierungen, es gab dann eben die Begriffe, wie auch in den Medien ausgetragen, Zauberkasten oder Charlatanerie und was auch immer alles. Da habe ich den rauen Wind damals schon 84 ganz direkt mitbekommen. Und immer dann, wenn ich besonders traurig war, bin ich genau zu den Menschen hingegangen, wo ich wusste, dass die dieses Verfahren eingesetzt haben. Und dass es denen normalerweise dann, wenn ich sie besucht habe, das ist fast ohne Ausnahme damals gewesen, auch so war für mich nicht nur Trost, sondern die Erinnerung daran, Dieter, du hast es für diese Menschen gemacht. Die haben gelitten vorher, waren teilweise sogar austherapiert. Das hat es wirklich gegeben, teilweise
teilweise, ja, nicht grundsätzlich. Und die macht jetzt die Tochter die Tür auf, weil die Mutter wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr am Leben wäre, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Dann habe ich die Kraft wieder bekommen. Also habe ich mich über die vielen, vielen, vielen Jahre, Jahrzehnte durch solche Dinge auch über Wasser gehalten, dass ich eben selbst auch daran gezweifelt habe, ob ich nicht tatsächlich ein Scharlatan bin. Aber du hast richtig dargestellt, die Forschung, die dort betrieben wurde, wurde in der ganzen BRD-Zeit, also Bundesrepublik Deutschland, sie ist ja damals, war das das größte interdisziplinäre Forschungsprojekt. Es haben damals insgesamt 11 Fachbereiche von 4 Universitäten sich um das Thema gekümmert, eine interdisziplinäre Forschung, und auch schon im Einzelbereich die Forschungsergebnisse in den einzelnen Fachbereichen zu veröffentlichen, erwies sich als extrem schwierig. Die Leute, die das gewohnt waren, das waren hohe Ordinarien, also Universitätsprofessoren, die im höchsten Rang waren. Damals hat man die C4-Professoren noch gekannt. Das waren die höchsten da oben. Da gab es keine Steigerung mehr. Also man hat unterschieden zwischen C2, C3 und C4-Professoren. Also wir haben es mit extrem wichtigen Leuten zu tun gehabt. Der eine hatte 2 Nobelpreisträger, glaube ich, sogar hochgebracht. So, und da haben wir festgestellt, dass die Arbeiten auf einmal, obwohl wir sie unter den klassischen Bedingungen erfüllt haben, nicht angenommen wurden von den Verlagen, von den Journals. Was diese Leute überhaupt nicht kannten, weil man hat mit Kursant deren Arbeiten veröffentlicht. Da haben auch die dann festgestellt, da gibt es etwas, eine Institution, die Tragweite haben sie damals gar nicht einschätzen können am Anfang. Die haben das für einen Zufall gehalten oder für einen Irrtum möglicherweise auch, aber wollten das nicht glauben. Aber es ist nicht nur, dass ich das Problem hatte, sondern auch selbst diese Professoren. Fakt ist, du hast richtig gesagt, die Arbeiten sind durchgeführt worden, und ich war ich denke mal, glücklichen Lage, weil das Patent damals schon erteilt wurde, ja, und ich die Prototypen damals, die ersten 10 Geräte mit in die Institute eingetragen habe, war ich Projektleiter eines interdisziplinären Forschungsprojektes. So. Und damit konnte ich als Nesthäkchen, als jüngstes Wesen unter den großen Professoren, konnte ich dann dort walten und wirken und dann aber auch feststellen, woran im Grunde genommen die Naturwissenschaft wo es hakt, also wo Probleme entstehen, von denen eigentlich gar nicht bekannt ist in der Öffentlichkeit, dass es überhaupt Probleme gibt. Und zwar, sofern wir die Natur in der Naturwissenschaft verstehen wollen, kann man sie nicht separatisieren. Und das wurde damals noch mehr, heute nicht mehr ganz so, separatisiert. Da gibt es die einzelnen Fachbereiche, und jeder einzelne Spezialist ist auf seinem Gebiet mehr oder weniger brillant bis genial. Aber es gibt dann in der Natur eben keine Schnittstellen, wo man sagt, aha, das ist jetzt die Biochemie, jetzt kommt die Biophysik, jetzt kommt die Pharmakologie, jetzt kommt die Anatomie. Das Leben an sich ist ein ganzheitliches Paket, besteht aus, mein Gott, wenn wir die Fachbereiche nehmen sollten, deswegen waren es 11 Fachbereiche, aus unterschiedlichen Fachbereichen eben, wie gesagt, nicht doppelt besetzt, weil das Leben, das Phänomen Leben nur so erklärt werden kann. Mhm. Ja, und das haben wir damals festgestellt. Und in dem Moment, wo wir das festgestellt haben, dass wir eigentlich nur Forschung betreiben, die nicht nur vom Staat weiter bezahlt werden, das hat ja der Staat damals finanziert, ja, war ein BMFT-Projekt, sondern wir müssen anerkennen, dass wir zwar die großen Kittel tragen, Chefärzte sind und Professoren sind, aber dem anderen auch mal zuhören und sagen, okay, du lieber, meinetwegen jetzt Chemiker, was meinst du mit den Begriffen, wenn du das sagst? Und ich erzähle dir, was ich mit den Begriffen meine, was ich da sage. Und so hat es das erste Mal auch eine Qualität gegeben, seitdem wir das erkannt haben, dass ich sagen kann, es hat einen Quantensprung gegeben in der Qualität der Forschung, ja, auch in den Ergebnissen. Und das möchte ich vielleicht kurz richtigstellen. Also ich selber habe mir den Nobelpreis nicht wirklich gewünscht. Das tue ich immer noch nicht. Aber es ist Folgendes passiert. Genau aus dieser Zeit, dann waren wir im Roundtable-Gespräch alle 14 Tage, 3 Wochen, hat man sich einmal gemeinsam getroffen, alles in diesem Falle immer an der Freien Universität Berlin. Und dann hat man abgestimmt, was man jetzt weitermacht, und hat die Ergebnisse, die man vorher in der Zwischenzeit gesammelt hatte, betrachtet, um daraus neue, modifizierte Forschung zu betreiben. Und so waren auch immer die Anwender da, also die Ärzte, die einfach mal therapiert haben, ja, wie das Deutsche Raumerforschungszentrum, was wir damals hatten, das war am Wannsee, ist es, glaube ich, immer noch. Damals war Professor Sörensen Chefarzt, Goethe also indirekt mit dabei, also dass man auch die Grundlagenforschung erforscht hat, betrieben hat, und dann aber auch die direkte Anwendung. Das war also für mich ein unfassbar grandioses, ein
unfassbar schönes Erlebnis, dass ich das mit eigenen Augen betrachten durfte. Nur, jetzt kommt der Punkt. Und irgendwann mal gab es dann den Moment, wo man die Ergebnisse, die sagen, aus der Praxis dargestellt wurden, wo zum Beispiel im Deutschen Rheumaforschungszentrum bei primär chronischen Polyarthritis-Patienten, das ist die schlimmste Form, wenn ich das mal so sagen darf, des rheumatischen Formkreises. Die extremste Form, ja, also brauche ich glaube ich nicht weiter zu erklären, ohne Cortison wird da heute überhaupt, gibt überhaupt keine Alternative, überhaupt keine Heilung in dem Sinne. So, also da hat man das dann versucht und mit den Bestrahlungen, Befeldungen der 150 Megahertz und ich gehe da mal kurz ins Detail, damit ich mal eine Versuchsanordnung beschreiben kann damit, damit ihr wisst, worum sich das hier überhaupt auch immer gehandelt hat. Also man hat von den befallenen oder betroffenen Polyarthritis-Patienten hat man an den entsprechenden entzündlichen, degenerierten Gelenken Synovialflüssigkeiten entzogen. Das ist eine bestimmte Zellflüssigkeit, die sozusagen als Gelenkflüssigkeit, Schmiere auch gilt. Ja. Sie entzogen, sie in einen Inkubator gepackt, ja, also um in einen Zuchtvorgang, um sozusagen sie unter den Temperaturbedingungen, den physikalischen Bedingungen weiter zu züchten, um dann zu sehen, was aus denen passiert. Okay, und hat, und das gehört zu der Gründlichkeit auch solcher Versuche, solcher Versuchsanordnung, diese Zellen ist mal geteilt, also die Flüssigkeit geteilt in einmal befeldete und einmal nicht befeldete. Ja, also der Patient wurde einmal befeldet, dann wurde sie entzogen und dann wurde er nicht befeldet, dann wurde die Flüssigkeit auch entzogen und dann hat man sie in der biochemischen Bedingungen untersucht, nachdem sie alle eine gewisse Zeit in einem Inkubator waren. So. Und dann gab es ganz offensichtlich, ich meine, das sind die nüchternsten Zahlen, da kann man nicht mehr vom Placebo rechnen, reden, sondern das sind wirklich die Zahlen, die nackt sind, die irgendwann mal zustande gekommen sind, ob der Patient nur dran geglaubt hat oder nicht. Der wusste das ja gar nicht. Und vor allen Dingen haben wir es hier mit Austherapierten zu tun. Polyarthritis, primär chronische, gilt als austherapierter Indikationsbereich. So, und da hat man gesehen, dass tatsächlich die entsprechenden Enzyme, die die Heilungsprozesse darstellen, gemessen wurden bei denen, aber nur bei denen, die tatsächlich mit den 150 Megahertz befeldet wurden. Das war so revolutionär, dass wir daraus einen weiteren Forschungsantrag gestellt haben, der aber niemals genehmigt wurde. Also da ging das schon einher mit den Unterdrückungen, dass nicht nur die Forschung aus den Grundlagenforschungsbereichen, die wir parallel dazu hatten, teilweise bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht veröffentlicht wurden. Später mussten wir dann da einen kleinen Trick anwenden, auf den ich gleich noch eingehen werde. Aber da ist die Idee entsprungen von einem der Nestoren auf dem Gebiet. Das war damals Professor Merker, glaube ich. Merker hatte, das war sozusagen, also von den ganzen Ordinarien war es der Mann mit dem weißen Kittel, also der klassische Chefarzt noch aus der alten Schule. Da hatte auch das Alter schon damals mit weit über 60. Und erwähnte, er sei noch ein Warburg-Schüler. Also das war einer, der sozusagen zwei Vorstandssekretärinnen hatte, wie kein anderer Professor einer großen Uni. Also man hatte, wenn man an den rankommen wollte, immer zwei Sekretärinnen. Der war also behütet und beschützt wie ein Gott. Ja? Also Professor Merker war da der große Nestor. Alle haben sich auch dem untergeordnet, obwohl sie alle Professoren waren. Und von Merker selber kam die Aussage in diesem privaten Roundtable-Gespräch und dem Motto, meine Herren, wir waren damals nur eine einzige, es waren nur zwei Frauen dabei und da ich weiß nicht, ob er meine Damen und Herren gesagt hat, aber ich habe noch meine Herren in Erinnerung, weil ich dachte, warum erwähne ich jetzt die beiden Frauen nicht dabei? Das war Frau Professor Krepelin von der Biochemie her und Frau Rossi von der Immunologie her. So, also auf jeden Fall sagte er, wenn ich hier diese Ergebnisse mir anschaue, dann muss ich sagen, da ist ein Nobelpreis drin. Denn das Thema ist so revolutionär, da muss es, wenn es mit normalen Dingen zugeht, einen Nobelpreis vergeben. Das war natürlich ein Schub für alle Beteiligten. Nochmal mit mehr Absichten, mit mehr Motivation daran zu gehen. Weil es hat natürlich auch alle anderen genervt, dass das irgendwie versucht wurde, ausgebremst zu werden, dass es verhindert wurde. Und da kam dann diese Idee und später ist sie nochmal viele Jahre später aufgegriffen worden von einer ganz anderen Institution wie dem Bundesamt für Strahlenschutz, wo die Grenzwerte für elektromagnetische Felder festgelegt wurden. Und da hatte dann der Leiter damals, das war der Professor Michailow, dann erwähnt in einem öffentlichen Vortrag in München, gab es sogar noch einen kleinen Thoma-Mitschnitt, wie er sagte, weil ich da ja mal beruflich tätig war, um die Grenzwerte zu erfassen. Da gab es Handys noch gar nicht. Und er sagte, wenn der Dieter Bröers mit seinen 150 Megahertz Forschung bei uns geblieben wäre, wäre die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er einen
Nobelpreis bekommen würde oder hätte. Das war damals aktenkundig und das ist mal kurz rumgegangen. Es wurde in die Schweiz mitgenommen von einem Jean-Pierre Chataignier aus Puy. Puy liegt, glaube ich, in der Nähe von Lausanne. Und weil der wollte das ganze Projekt finanzieren, 150 Megahertz Forschung, und wollte das seiner Familie und anderen Freunden zeigen, dass da diese Aussage zustande gekommen ist. Ich kenne doch drei Leute, die als Zeugen dabei waren. Der Rudolf Teubner, ein Anwalt, war damals mit dabei, der lebt noch, der kann sich noch, glaube ich, gut daran erinnern. Also darum geht es auch jetzt nicht, gar nicht, um das zu beweisen, aber da ist es entstanden. Also nicht so, dass ich jetzt sage, ich warte immer noch auf Nobelpreis. Mein Gott, nein. Aber es ist in den letzten Tagen ein Wunder geschehen und ich glaube, da kommen wir dann aber gleich zu, was das Thema betrifft. Was ich aber immer noch nicht verstehe, ist, die ganze wissenschaftliche Grundlage, die Fakten waren da. Und es ist gescheitert, weil gewisse Zeitungen es nicht publizieren wollten, die Ergebnisse. Ist das korrekt? Die Zeitungen tun ja auch nur das, was man ihnen sagt. Ja. Also ich habe damals ja, ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, einen freundschaftlichen Kontakt gehabt zu Chefredakteurin der Bild-Zeitung. In Berlin war damals die BZ, das ist immer noch die Höchstauflagezahl von der Bild-Zeitung, von dem Bild-Verlag, Springer Verlag. Und die sagte mir damals, als wir noch mitten in der Forschung waren, so in dem Bereich von dem, über den ich jetzt gerade gesprochen habe, sagt sie, Dieter, wenn das Ergebnis, das erste orientierende Ergebnis vom Deutschen Rheuma-Forschungszentrum vorliegt, garantiere ich dir die Titelseite von Bild am Sonntag. Die hatte mehrere Millionen Auflagen. So, und wir hatten dann den Punkt, ja, wir haben das erreicht. Ich habe die Professoren dann auch dazu bekommen, dass sie ein Interview geben würden. Die haben sich schon bereit gehalten. Drei davon waren das, die haben gereicht, die maßgeblichen Professoren. Und dann kam diese Freundin, ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, zu mir und sagte, Dieter, ich druck's ein bisschen rum, es wird nichts, es darf nicht veröffentlicht werden. Und da gibt es eine Institution, mein Chef, wer auch immer das gewesen ist, Chefredakteur, weiß nicht, wer das war. Auf jeden Fall aus der Redaktion kam ein No-Go. Also wurde nichts berichtet. Und wir haben dann später, nachdem wir das, sehen wir so frustriert waren, weil in der Zwischenzeit haben sich so viele weitere Ergebnisse aufsummiert von 11 Fachbereichen, ich wiederhole das, da haben wir täglich dran gearbeitet. Und da kommen natürlich jeweils dann auch Ergebnisse raus. Und dann haben wir, weil wir sie nur einzeln, also in ganz seltenen Fällen dann auch wirklich veröffentlichen durften. Es gibt insgesamt, glaube ich, 6 oder 7 Arbeiten, wo ich auch als Autor, sogar als Erstautor draufstehe, mit den ganzen Professoren da eingerahmt und der Zuweisung, welches Institut von welcher Universität. Das beweist das ja, dass das wirklich stattgefunden hat. Aber das war auch ein ganz schwieriger Ritt, das zu ermöglichen, und es ging nur, wo verschiedene Universitäten gleichzeitig nochmal an dem Projekt das gleiche Ergebnis rausbekommen haben. Also das Leben wurde uns sehr schwer gemacht und haben dann irgendwann beschlossen, ein eigenes Symposium zu organisieren. Ein Symposium gilt ja im Grunde genommen, wenn man dann den Kongressband nimmt, der ja meistens damit auch aufscheint oder gedruckt wird, als zitierfähig. Wir wollten uns markieren, damit man sagen kann, irgendwann später, die Ergebnisse liegen ja vor, auch wenn die Medien darüber nicht berichten. Das war ja der Punkt. Mhm. Und wir nehmen das, um sagen, in das zitierfähige Niveau zu kommen. Man nennt es so, zitierfähig ist nicht die Bild-Zeitung. Ja, also da gilt also in der universitären Ebene schon, da gibt es ganz bestimmte Kriterien. Zum Beispiel, dass es da eben Prüfungen gibt, die da bestanden werden müssen und so weiter. Nun war das alles nicht der Fall und wir haben dann gesagt, okay, das war dann der Dekan damals von der Universität Braunschweig, der gesagt hat, ich bin hier gerade Dekan und ich bin in der Lage, das zu verantworten, und wir machen das jetzt hier. Alle Leute kamen, alle Professoren kamen und haben selber vorgetragen die Ergebnisse. Und obwohl wir alle möglichen Presseorganen, die wichtig waren, auch den Deutschen Rundfunk und so weiter, eingeladen haben, kam niemand außer jemanden vom Bayerischen Rundfunk, glaube ich, oder Deutschlandwelle, Deutsche Welle, genau. Und der hat einen ganz kurzen Bericht darüber, ein Interview mit Professor Glaser, glaube ich, von der Humboldt-Uni damals aufgezeichnet. Nichtssagend letztlich so. Aber wir waren entsetzt und tief enttäuscht, dass die Leute von den Medien nicht kamen. Wer aber kam, war, weil ich ein Who is Who der Leute, die wir gar nicht angemeldet haben. Es waren, glaube ich, 7 oder 8 Vorstände da von großen Pharmakonzernen.
Darf man sich mal vorstellen. Ich habe die Liste noch derjenigen Leute, die wir erkannt haben, die dort wirklich saßen, obwohl wir sie nicht eingeladen haben. Die könnten wir vielleicht mal irgendwann einblenden. Ich habe sie vor ein paar Tagen wiedergefunden, dass man mal sieht, auf welchem Niveau, auf wirklich höchstem Niveau das war. Aber es waren überwiegend die Institutionen, die wahrscheinlich mehr ein Interesse daran hatten, dass es nicht kommt, dass es unterdrückt wird, als dass es in die Öffentlichkeit tritt. Kannst du mir mal erzählen, was man wäre jetzt das alles weitergegangen? Jetzt ein Quantensprung, es wäre veröffentlicht worden. Wo könnte heute die Medizin stehen, wenn sie sich mehr mit diesen 150 MHz beschäftigt hätte? Wo könnte mir, in welchen Therapieformen könnte mir das alles nutzen? Also ich nehme eine Studie, die ein Arzt, ein Gynäkologe übrigens aus Berlin durchgeführt hat, ich glaube 1990. Mein Gott, ich muss jetzt überlegen, der hat es 1989 geschafft, in einem Fachblatt, Ärzteblatt heißt es ja, der niedergelassene Arzt, etwas relativ Konservatives in dem Bereich der Ärzteblätter, das Konservativste, glaube ich, was es damals gab. Und da hat es veröffentlicht, sogar titelseitig bekommen, also im Teilbereich dabei, über seine Studie, die über ein Jahr lief und mit 200 und, glaube ich, 30 oder 40 Patienten durchgeführt wurden. Und die durfte er veröffentlichen. Wie das da reingekommen ist, weiß ich nicht. Er hat es aber geschafft und schreibt im Resümee zum Schluss. Und das ist die Antwort auf deine Frage. Obwohl, also das kriege ich nur noch sinngemäß hin, obwohl die Ergebnisse für den kritischen Leser doch an die Grenze des Unglaubens oder der Unglaublichkeit grenzen mögen, so sind sie doch jederzeit verifizierbar, also wiederholbar und gehören in jede Arztpraxis. So. Und das ist im Grunde genau der Punkt. Da gehören sie auch letztlich hin, wenn man nur die Ergebnisse, die es ja schon gibt und damals gab, ja, wenn man die einfach mal umsetzt. Weil das ganz Besondere ist ja an diesem Verfahren nicht nur, dass man hier von einer Resonanzfrequenz sprechen kann, die ja viel später ist, auch als solche zur DNA, zur menschlichen DNA vor allen Dingen, die auch ist in den 90er Jahren entdeckt wurde. Da waren wir ja schon gar nicht mehr in der Öffentlichkeit mit unseren internen Forschungen. Da wurde dann zugegeben, dass die 150 MHz wirklich die Resonanzfrequenz der menschlichen DNA ist. Da waren diese Dinge auf einmal auch erklärbar, diese phänomenologischen Dinge. Und aber ich muss sagen, es ist bis zum heutigen Zeitpunkt immer wieder dahin gebracht worden, was man kaum davon hört. Und was mir immer wieder entgegenschlägt, sind so Argumente wie, naja, wenn da was dran wäre, dann hätte man da ja mal was von gehört. Das ist erbärmlich wenig, finde ich. Ja, das ist echt vom Tisch, wenn man das hört, was du jetzt gerade gesagt hast. Das heißt also, die 150 MHz ist eine Frequenz, die jedem Menschen eigentlich in seinem Heilungsprozess oder auch präventiv eine sehr förderliche Frequenz wäre, die ihm gut tun würde. Wie weiter, wo steht heute diese 150 MHz? Wird sie angewendet? Haben Mediziner schon irgendwie das auch erkannt oder deine Forschungsergebnisse gesehen, auf dich gehört? Gibt es irgendwelche Technologien? Also es ist ja dann so gewesen, dass das Gerät als solches, als Medizingerät überhaupt zugelassen wird. Das sind ja ganz harte Maßnahmen, die da aufgelegt wurden und Bedingungen, die man da erfüllen muss. Also man hat es natürlich primär mit der Pharmakologie zu tun, mit den Pharmakonzernen, die ja offenbar diese Gesetze machen, die es einem erschweren. Die sind es ja auch gewohnt, über viel Gelder zu verfügen, dass man ganz genau studiert und Studien macht, die Millionen kosten, um rauszukriegen, ob das wirklich funktioniert und ob es Nebenwirkungen gibt. Ich finde das gut, dass man das so macht. Aber so war es dann auch, dass es natürlich von vornherein klar ist, dass man dieses Geld als Privatmann überhaupt nicht zustande bringt. Wir haben es dem glücklichen Umstand zu verdanken, dass es damals war, dass der Professor Beitz war Aufsichtsratsvorsitzender von Krupp und Thyssen, ja, einer der reichsten Menschen Europas. Der hat ja auch das Stiftungskrankenhaus des Kölner Universität oder Essener ja, Universitätskrankenhaus, deren Präsident er ist, gesagt, okay, es hat mir selber nicht nur gut getan, war mal geholfen, ich weiß über die Indikation nicht, darf ich auch gar nicht wissen, weil er wurde behandelt von einem ehemaligen NATO-Generalstabsarzt. Auch den Namen darf ich jetzt nicht erwähnen. Aber der hat gemerkt am eigenen Körper, was dieses Verfahren für ihn Positives gebracht hat. Und hat dann gesagt, okay, ich stelle meine Universitätsklinik zur Verfügung und ihr könnt hier die Studie machen. Das wäre sonst gar nicht möglich gewesen, aus finanziellen Gründen schon.
Insofern war das denn damals auch die Chance, die wir genutzt haben. Es gab dann die Studie, aber nur für einen ganz relativ harmlosen Indikationsbereich, also auch im rheumatischen Formenkreis. Ja, das ist schlimm genug. Ja, ja. Rheuma ist eine Art Volksseuche, so kann man es schon nennen, ja, ja. Volkskrankheit. Und dass man da genommen hat, also da nur die Patienten, die sozusagen schon so weit degenerierte Gelenke hatten, Hüft- oder Kniegelenke, wo es dann schon die OP-Termine gab, um ein künstliches Knie- oder Hüftgelenk anzusetzen. Die hat man genommen, die hat man behandelt mit diesen 150 Megahertz, mit bestimmten Modulationsfrequenzen noch drauf natürlich und bestimmten schon ausgeforschten Feldstärken, also Intensitäten, und haben geschaut, was passiert. Und die Erfolge waren so revolutionär, dass man, dass uns das keiner glauben wollte. Wir mussten die Studie damals wiederholen. Also im Plural darf ich das wir gar nicht nennen, sondern diejenigen, die es damals durchgeführt haben, waren dann die Professoren, die an diesem Projekt gearbeitet haben. Ich habe da nur von Weitem zugeschaut. Ja. Und dann, nachdem es wiederholt wurde, ein zweites Mal mit den gleichen Ergebnissen zustande kam, gab es dann, da konnte auch dann die Behörde nicht mehr, das ist ja alles heute nach EU-Maßnahmen, ja, nach EU-Richtlinien festgelegt, reglementiert, nicht mehr drumherum, uns die Zulassung zu erteilen, als Medizingerät, als Therapiegerät anzuerkennen. Da muss ich mal vorstellen, also wie schwierig das war. Und insofern ist das jetzt natürlich immer noch gegeben. Aber wir dürfen natürlich nicht darüber reden, dass es auch andere Indikationen gibt, die auch außerordentlich erfolgreich waren und immer noch sind in der Therapieform. Aber das ist immer noch ein mehr oder weniger No-Go-Thema. Und immer wieder, wenn ich da mal versuche, in der Öffentlichkeit darüber zu reden, ich hoffe, dass das und bete dafür, dass das jetzt ein bisschen anders ist. Dann kriege ich Abmahnungen von irgendwelchen Anwälten. Da wurden dann mit 50.000 Euro Strafe gedroht, wenn ich das nochmal wiederholen würde und so weiter. Ich darf da noch nicht mal drüber reden. Gut, ich meine, ich sehe jetzt also nicht das Problem. Es ist deine persönliche Sichtweise, das darfst du mir schon sagen im Fernsehen. Wir machen ja hier jetzt nicht Heilaussagen, sondern nur die Dokumentation deiner persönlichen Sichtweise. Und ich weiß ja, dass du schon viel mehr gesehen hast dahinter. Aber eine Medizinzulassung gibt es jetzt in einem Randbereich, aber es ist eigentlich stellvertretend für alle möglichen Arten von Krankheiten damit zu behandeln. Jetzt schließen wir mal den Kreis. Du hast mir vorher, bevor wir die Sendung angefangen haben, gesagt, jetzt kommt ja irgendwie doch auch irgendwie ein gutes Ende noch hervor. Jetzt nicht wegen der 150 Megahertz, sondern dein Wissen, dein Know-how wurde jetzt auch in Nobelpreiskreisen erkannt. Und du hast jetzt hier eine besondere Ehre doch noch erfahren. Kannst du mir darüber erzählen? Also ich kriegte kurz vor Weihnachten, kurz vor Heiligabend, kriegte ich einen Anruf von, ich weiß nicht, ob ich jetzt den Namen nennen möchte, aber ist eine sehr ranghohe Persönlichkeit aus der ehemaligen Sowjetunion, aus Russland. Und der Mann ist selber gewählt worden vom Nobelkomitee der Ukraine. Jedes Land hat ja ein eigenes Nobelkomitee. Und dann werden eben die in der Lage sind oder die dafür berechtigt wurden, die Themen und die Personen festzulegen und sagen, also wir empfehlen das Verfahren und so weiter. Und das wird dann zusammen dann zum Schluss final bewertet. So, und er ist da gewählt worden und vor allen Dingen, er rief mich an und sagte, Dieter, du kannst dir nicht vorstellen, du bist mitgewählt worden, du gehörst jetzt mit, wenn du einverstanden bist. Dann bist du leitendes auf Lebenszeit Mitglied des Nobelkomitees für die Ukraine. Das wird vom Ministerium ausgestellt, nicht von irgendeiner Privatperson. Das werden dir vielleicht einige wie Psiram oder so um die Ohren hauen wieder, aber das hier ist absolut wasserdicht. Und du wirst ein Diplom bekommen in den nächsten Tagen dafür, dass das so ist. Und allein das Diplom, sagt er, das kannst du an die Wand hängen, das ist so beeindruckend, da sind solche Stempel drauf. Was auch immer das zu bedeuten hat. Also das ist gerade jetzt zu Weihnachten passiert und erschien mir denn doch irgendwo, ja, als, ja, gerade in Erinnerung der Dinge, die ja vor vielen Jahren, Jahrzehnten passiert sind, über die ich gerade geredet habe, also kriegt das nochmal eine ganz interessante Wendung. Und ich werde es natürlich nicht benutzen, weil ich das gar nicht dürfte, wenn ich das jetzt annehme. Ich nehme es an, ich habe bestätigt, dass ich diese Berufung annehme, darf ich mich natürlich nicht selber vorschlagen. Ja, klar. Thema. Aber das Thema an sich ist etwas, was dadurch natürlich viel Chancen bekommt, denn das Nobelpreiskomitee aus der Sowjetunion, wie gesagt, vom Ministerium angegliedert oder dem Ministerium angegliedert,
ich glaube Gesundheit oder Kultur, das weiß ich jetzt gar nicht genau, welches Ministerium, die haben natürlich genau diese Dinge auch erforscht. Die haben natürlich nicht die Pharma-Lobby, die so stark einwirkt wie hier bei uns. Ja? Die wissen, was das Verfahren wirklich kann. Und aus dem Grunde habe ich diesen Preis bekommen oder diese Benennung bekommen, weil ich habe gefragt, wieso ich? Da gibt es noch eine Menge andere. Ja, du bist derjenige, der das über so viele Jahrzehnte erforscht hat und du bist in dem Bereich nicht thermische, also sehr schwache elektromagnetische Felder und ihre Einflüsse auf Lebewesen, bist du eine Institution. Das war also, der Grund. Herzliche Gratulation an dieser Stelle, lieber Dieter. Das freut mich sehr, dass da doch noch ein Lohn kommt. Aber gehen wir nochmals zurück in diese 150 Megahertz rein. Die wissenschaftliche Grundlage ist eigentlich da, das Thema ist irgendwie aber trotzdem vom Tisch, aber irgendwie sehe ich ja immer noch auf öffentlichen Portalen oder im Internet drin, dass es Technologien gibt, die jetzt damit arbeiten. Was kann man davon erwarten für die Zukunft, für uns alle? Also ich sehe, Alexander, deswegen bin ich auch so mutig, da jetzt so offen auch über die ganz dunklen Themen zu sprechen, die ja früher Traumata ausgelöst haben. Das kann man sich vorstellen, also was mich betrifft und viele andere beteiligt übrigens auch. Aber weil ich eben sehe und weil ich davon überzeugt bin, weil ich die Fakten einfach auch wahrnehme, dass sich da etwas Radikales, ich mag das Wort gar nicht, aber das passt jetzt sehr schön, Fundamentales gerade verändert. Dass also die Dinge jetzt einfach mal, die bisher als unmöglich und zumindest extrem schwierig erwiesen haben, dass das jetzt möglich ist. Weil ich habe vor vielen Jahren, vor ungefähr 15 Jahren von einem Menschen erfahren, ich bin immer vorsichtig, ob ich jetzt Namen nenne und ich möchte den Namen nicht nennen, aber jemand, der im internationalen politischen Ranking internationaler Art sehr, sehr hoch oben steht, sehr, sehr hoch oben, also ja, er kann das anders nicht formulieren. Wir alle würden den Namen kennen. Und es gab einmal ein Vier-Augen-Gespräch, ja, oder es waren sechs Augen. Ich hatte noch meinen Partner dabei und Professor Helmut Reichel damals, Thermodynamikprofessor, und eine Mitpartner einer anderen Erfindung, die ich habe. Dann sagte dann dieser Mann, diese Erfindungen werden irgendwann kommen müssen. Mit einer Pause. Aber frühestens, und da hat er mir ein Datum genannt, das möchte ich jetzt nicht erwähnen. Aber das war klar, dass er wusste, dass das nicht ewig zu unterdrücken ist, das ganze Thema. Verstehst du? Weil das war ein Schlüssel. Also ich habe, glaube ich, in meinem Leben nur ganz wenige Sätze so oft zitiert, wie eben genau die Aussage von diesem Menschen, der das genau sagte. Ja, er sagte, anhand meiner Frage, ich war sehr frustriert und habe gefragt, hat denn diese Erfindung überhaupt jemals eine Chance? Und das war, kann ich genau sagen, das war 1900 und ich glaube 93 oder 94. So. Und dann kam die Aussage von diesem Menschen, der wirklich ganz, ganz oben steht. Ich kann nur sagen, es gab in dem Gespräch auch ein Telefonat mit Alan Greenspan, ja, dem Chef der Notenbank. So viel darf ich sagen, da bin ich Zeuge, obwohl ich habe nicht, sind Sie Herr Greenspan? Ich habe mitgeredet, dass es ganz kurz nur um zwei, drei Sätze ging. Und dann hat er aufgelegt und sagte nur, es war mein Freund Alan. Und ich glaube das, weil ich weiß, im Ranking er selber steht. Ja? Also es klingt jetzt sehr exotisch, aber ich sage so, wie ich das wahrgenommen habe. Und er sagte dann aus dieser Position heraus, der wirklich oben steht, das habe ich jetzt dreimal wiederholt, und sagte, es wird kommen müssen, weil wir fragten, haben wir denn jemals eine Chance mit diesen Erfindungen? Also da ging es auch um die Energieerfindung, die wir da gemacht haben. Und dann sagt er nach langer Überlegung, sie wird kommen müssen, aber frühestens, und er hat ein Datum genannt. So, und die Zeit kommt jetzt. Das ist schon schön zu hören. Also ich kenne ja auch so eine Technologie und habe irgendwie 2.000 oder 3.000 Erfahrungsberichte von Anwendern an Selbstversuchen gesehen, was da alles möglich ist. Und da geht mir das Staunen eigentlich gar nicht mehr aus dem Kopf heraus. Und freue mich natürlich sehr, wenn solche Technologien doch noch sich verbreiten. Es wird auch immer wieder von einer Technologie geredet, die hat irgendwie der Donald Trump auch mal beworben, ist irgendwie an einem Tesla-Bett, man liegt da drin und dann gibt es auch irgendwie eine Frequenzanalyse. Ich habe es noch nie im Fernsehen gesehen, vielleicht weißt du auch da schon mehr, aber es sind Tesla-Technologien, die da auch richtig rüber switchen, oder? Ins Volk. Ja, ganz sicher. Also gerade wenn man über die Plasmatechnologie spricht oder Skalartechnologie, ein Thema, das würde jetzt den zeitlichen Rahmen sprengen, den wir hier zur Verfügung haben. Aber ich stehe natürlich in diesem Thema relativ gut drin. Kein Wunder, wenn man sich vier Jahrzehnte damit auseinandergesetzt hat. Aber ich kann nur eins sagen, wenn wir ganz genau hinschauen
dann und das Thema Heilung und Genesung betrachten in der elementarsten Form, so ist eine elementare Heilung, eine vollständige Heilung, weil der Geist immer eine Rolle spielt. Ich habe es erwähnt, ja, also nicht nur psychosomatisch im Allgemeinen, sondern eine Krankheit ist immer ein Zeichen dafür, dass etwas angeschaut werden möchte, dass es eine Ursache dafür gibt. Da will man hinschauen. Und wenn man das nicht erkennt, handelt man in der Regel, und das sind fast alle Therapieformen, die ich kenne, palliativ. Das heißt, man geht immer an die Symptome und nicht an die Ursache. Ich bin es ganz hart und habe früher immer gesagt, ein Tumor einfach wegschneiden bringt gar nichts, wenn man die Ursache nicht rausbekommen hat. Und das ist ganz offensichtlich gerade bei diesen Verfahren der Fall, dass ganz viele Patienten erkennen, warum sie überhaupt diese Krankheit bekommen haben. Und das ist für mich der Punkt, der Moment, wo ich jedes Mal innerlich und teilweise auch äußerlich niederknie und sage, danke Vater, dass ich das derjenige sein darf, der das in die Öffentlichkeit bringt. Also das ist von ganz oben gekommen, dass man wirklich erkennt, nicht in allen Fällen, aber in sehr vielen Fällen, dass die Leute auf einmal die Ursachen ihrer Krankheit erkennen und sehr emotional reagieren dabei. Das ist nicht so, ach, das habe ich übersehen, das ist ja interessant. Oh nein, das geht oft mit sehr starken Emotionen einher. Klar, entsprechend der fortgeschrittenen Krankheit und der entsprechenden Krankheit setzt sich dann auch das emotionale Ereignis aus und bildet sich aus. Und am Anfang dachten wir, mein Gott, wir verstärken den, verschlechtern den Zustand noch. Wir müssen das Gerät abschalten und so weiter. Und dann hieß es dann, nein, ich bin ja gerade dabei und erkenne. Und auch das wissen wir schon 30 Jahre, dass das so ist. Und trotzdem, und weil das so ist, weil das vielleicht wirklich das Gralsthema ist, die Ursache der Krankheit an sich ist ja, dass da irgendwas Geistiges in der Schieflage ist, sage ich mal ganz vorsichtig. Und in dem Moment, wo wir das erkennen, haben wir ja auch die Nachhaltigkeit da. Das heißt, diese 150 Megahertz, diese körpereigene DNA-Frequenz, unterstützt uns in unserer Wahrnehmung, die Ursache unserer Erkrankung besser zu finden. Die Waren. Und das, ja, als Fakt ja. Im grundsätzlichen Verfahrensschritt ist das der Fall, trifft nicht immer zu. Da gibt es dann durch Verhinderungen individuell, dass man einfach mal abgekapselt ist, ja. Wo auch immer. Aber trotz alledem ist es so zu verstehen, dass auf diese 150 Megahertz eine Frequenz moduliert wird, die wir kennen, das ist nämlich die Schumann-Resonanzfrequenz. Ja. Und zwar die 8 Hertz, nicht irgendeine, sondern 8 Hertz. Das ist die Grundfrequenz auch der Zirbeldrüse. Das nämlich dazu führt, dass die Zirbeldrüse in Resonanz geht und damit die psychoaktiven Wirkstoffe produziert, die uns überhaupt diese Wahrnehmung vermitteln. Jetzt kommt es auf einmal raus aus dieser Spooky-Ecke und sagt, naja, wie soll das passieren? Aber das ist biochemisch im Grunde genommen ein einfacher Verfahrensschritt, wenn man erkennt, dass diese modulierten 150 Megahertz, die mit 8 Hertz in Zirbeldrüsenfrequenz moduliert wurden, die Zirbeldrüse so aktivieren, dass sie die Prozesse aufrufen, wie wir sie sonst vielleicht in einer Nahtoderfahrung haben, ja, oder noch einen weiteren einen erleuchtungsähnlichen Zustand bekommen. Das ist sozusagen hervorgerufen, induziert durch diesen Verfahrensschritt. Und auch das, möchte ich wiederholen, ist von oben damals gekommen. Also es gibt berechtigte Hoffnung, dass sich die Medizin an der Basis massiv ändern wird. Ja. Dass man den Menschen vielleicht wirklich viel mehr ganzheitlich sieht und nicht mehr einfach nur aus einem Fachbereich heraus. Mhm. Und auch Technologien zugelassen werden oder kommen werden, die den Menschen in seiner Selbstheilung unterstützen und nicht in eine Abhängigkeit hinführen. Vor allen Dingen in dem Prozess der Selbsterkenntnis. Mhm. Das ist es ja. Der schönste Moment, den ich in dieser Phase erlebt habe, in der Wahrnehmung dessen, was das Verfahren wirklich macht mit Menschen, war, als mir eine austherapierte Patientin sagte, im onkologischen Bereich, sagt sie, wissen Sie, der schönste Moment war nicht, als der Arzt oder Oberarzt zu mir sagte, Sie können gehen, wir können keine Metastasen mehr feststellen, was auch immer, also da ist nichts mehr. Und er sprach dann von der Heilung. Und sie sagte, das war nicht der schönste Moment. Der schönste Moment meines Lebens war der Moment, den ich erfuhr durch diese Behandlung, dass ich das erste Mal Freude in meinem Leben erfahren durfte. Freude. Das war wichtiger und damit über die Selbsterkenntnis hat sie die Freude bekommen. Wichtiger als der Satz vom Oberarzt, Sie sind geheilt, Sie können gehen.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da habe ich erst mal Rotz und Wasser geweint mit ihr zusammen, als sie mir das erzählte. Ja, und das ist der Punkt, wo ich sage, da geht es eigentlich hin. Und wenn wir das sozusagen auf noch einer höheren Ebene sehen, nicht nur auf der Heilungsebene im Allgemeinen gefasst, Ganzheitlichkeit, es geht ja um die Heilung unseres Geistes auch, ja, und das über die Selbsterkenntnis dahin geführt wird, das sehen wir, dass die Sonne selber und Strahlen aus dem galaktischen Zentrum, aus Sagittarius A, diese 150 Megahertz ausstrahlen, zunehmend mehr. Das heißt also eigentlich, unsere Zirbeldrüse würde wahrscheinlich offener werden, wieder empfänglicher werden. Ja. Und ich glaube, hier oben ist ja auch immer noch Serotonin, die ganzen Glückshormone wird in der Zirbeldrüse produziert, aber auch unsere spirituelle Anbindung, oder? Ja, genau. Sie produziert, die Zirbeldrüse metabolisiert, sie wandelt um über Tryptophan. Das ist eine Aminosäure, die wir über die Nahrung aufnehmen, selber nicht produzieren können. Deswegen auch tryptophanhaltige Nahrung. Früher hat man immer einmal einen Tag in der Woche Fisch gegessen. Das ist ein schöner Tryptophanlieferant, aber nicht bleibe nicht der Einzige. Avocados, wie auch immer, sind wunderschöne Lieferanten dafür. Wandelt die Zirbeldrüse um, entsprechend ihrer Funktionstätigkeit. Sie ist ja gehandicapt durch verschiedene Maßnahmen wie Fluoride und so weiter. Aber sie macht das naturgemäß und wandelt das um in Serotonin. Ja, das Bewusstseinszustand, also was uns im Tagesbewusstsein hält, auch teilweise in den Zustand der Freude führt. Und dann wandelt das um, wenn es dunkel wird, in Melatonin, macht alles die Zirbeldrüse zum sehr großen Teil, nicht nur allein. Und wandelt dann, und das macht die Zirbeldrüse wahrscheinlich exklusiv, wie es aussieht, dann nochmal nachts um in die psychoaktiven Wirkstoffe wie 5- und 6-MeO-Dimethyltryptamin und Pinolin. Ja. Also das sind die Moleküle, die produziert werden, umgewandelt werden von der Zirbeldrüse, die uns in einen bewusstseinserweiternden Selbsterkenntniszustand versetzen. Wenn ich die heutige Zeit so ein bisschen analysiere, denke ich, fehlt uns doch gerade diese Offenheit der Zirbeldrüse, diese spirituelle Anbindung, die Bewusstseinserweckung. Das heißt also, wenn wir unsere Zirbeldrüse regelmäßig mit 150 MHz befelden würden, könnten wir an uns selbst eine stärkere Öffnung machen, aber auch jeder einzelne Zuschauer eigentlich auch an sich selbst eine Öffnung. Also ich, aus meiner Beobachtung, würde ich dem zustimmen. Jetzt kommt ein weiterer Punkt, den wir unbedingt noch kurz besprechen sollten. Es würde sich ja aus dem eben von mir gesagten Zustand, dass die Sonne und aus dem galaktischen Zentrum diese Strahlen, diese Wellen auch auf uns einwirken oder zusenden. Ja? Sie kommen, und jetzt kommt der wichtigste Punkt, der Verhindererseite. Ob das nun Zufall ist oder gewollt ist, haben wir ja Störungen hier auf der Erde, wenn wir uns die Messung anschauen der Schumann-Resonanzfrequenzen, die ja minütlich gemessen werden. Es gibt verschiedene Messstationen auf der Welt. In Tomsk ist eines der berühmtesten Institute, wenn man sich alle paar Minuten den aktuellen Wert anschauen kann, dann sehen wir schon seit geraumer Zeit entsprechend der Stärke auch, dass die Sonne und das galaktische Zentrum uns diese heilenden Frequenzen, geistig auch heilende Frequenzen zusendet, sehen wir Störfrequenzen drauf. Dass die Erde rein als nüchterne faktische Messung der Schumann-Frequenzen, der Resonanzfrequenzen der Zirbeldrüse ist die gleiche, sozusagen Träger draufkommen, Störträger, Pegel, die das verhindern. Also offenbar gibt es da, ich wiederhole, ob nun zufällig oder nicht, kann sich jeder selbst ein Bild draus machen, einfach mal ein Bestreben oder zumindest sind die physikalischen Bedingungen da, dass das unterbunden wird oder verhindert wird, zumindest extrem erschwert wird. Es gibt nur wenige Tage in der Woche, wenn ich das mal so sehe, wo mal dieser Störpegel nicht drauf ist, wo wirklich die natürlichen Schumann-Frequenzen von 8 Hertz drauf sind, weil die brauchen wir ja. Wenn die 150 Megahertz alleine, die jetzt von der Sonne oder galaktischen Zentrum auskommen, reichen da nicht aus, dann müssen die 8 Hertz zusätzlich noch kommen. Und das ist die Schumann-Frequenz der Erde. Nur wenn die verändert wird, manipuliert wird, dann haben wir hier ein Problem. Und solange das noch der Fall ist, ist das besonders hilfreich, dass man natürlich diese Frequenzen an sich heranträgt. Und das aber nicht exklusiv. Ich will hier keine Werbung machen jetzt im globalen Sinne und sagen, nur das ist die Lösung, sondern wir lösen ja schon, indem wir es erkennen und uns sozusagen bemühen, indem wir das auch wirklich ernsthaft betreiben, dass wir unsere Zirbeldrüse wirklich wieder trainieren. Die ist ja im Grunde genommen
durch diese Maßnahmen, auch falsche Ernährung und so weiter, ein degenerierter Muskel sozusagen oder einem degenerierten Muskel entsprechend verkümmert. Ja? Also wenn man sich die Bilder anschaut im Elektronenmikroskop oder auch in normalen Mikroskopen, kann man da schon eine Menge sehen, dass da kalzifiziert wurde. Ja? Also wirklich, man ja auch früher schon von der Verkalkung gesprochen hat bei den Patienten. Das ist Fakt. Ja? Nur jetzt kennt man die Ursachen auch, ja? Dass das einhergeht. Und dass das natürlich auch aufgelöst werden kann, wenn wir die Zirbeldrüse bewusst trainieren, indem wir Visualisationsarbeiten machen, indem wir uns Dinge vorstellen mit geschlossenen Augen, die in die Emotionen gehen, also Bilder der Freude. Ja, da blüht die Zirbeldrüse auf und fängt wieder an, lebendig zu werden und schüttelt quasi irgendwann dann diese Verkalkungen ab oder diese Kalkkrusten ab, so, um es ganz, ganz einfach auszudrücken. Also das ist ein Lösungsweg, der ist von jedermann, jeder Frau zu machen, zu betreten und umzusetzen. Und ich denke mal, es klingt zwar zu schön, um wahr zu sein, aber es ist tatsächlich das, ja, ich nehme es auch wieder als Gottesgeschenk, auch gleichzeitig die Lösung da. Also wenn irgendwo etwas Dunkles erscheint, ist auch gleichzeitig immer wieder gleichermaßen die Lösung aus diesem Dunklen heraus angeboten. Und das erkennen wir gerade. Und ich glaube oder fühle, lieber Alexander, dass du das Thema jetzt nochmal hochgebracht hast. Freiwillig hätte ich das, glaube ich, so nicht dargestellt. Aus meiner Sicht, ich fühle mich jetzt gut dabei, also im Sinne von befreit. Aber das trägt dazu bei, dass das in die breite Öffentlichkeit geht, dass viel mehr Leute davon erfahren, um dann selber zu erkennen, okay, also das macht Sinn, ich kann das selber überprüfen. Was der Professor sagt, kann ich überprüfen, das ist so. Ich behaupte das nicht einfach so. Bedeutet allerdings, dass ich selber was machen muss. Wir gehen in die Selbstverantwortung. Ich habe noch zwei Fragen. Die eine ist noch, man hört immer wieder aus so Kreisen, dass man bewusst auch die Zirbeldrüse vor solchen Funktionen beeinträchtigen kann. Ich spreche jetzt da einfach mal an das Thema Fluor. Wie denkst du darüber? Ist es tatsächlich etwas, was die Zirbeldrüse in ihrer Entwicklung unterdrückt? Und wenn ja, was gibt es sonst noch alles für Stoffe, worauf wir verzichten sollten, um diese Zirbeldrüse wieder so richtig ins Leben zurückzubringen? Also der Aufwand, der ja betrieben wurde, um dieses Thema der Fluoridisierung, glaube ich, zu betreiben, ist ja auch international. Das ist ja nicht nur ein nationales Thema. Ja, also die Wasservorräte von der Bevölkerung wurden in verschiedenen Ländern mit Fluoriden versetzt. Sogar die Milch teilweise, Lebensmittel, nicht nur Zahnpasta. Also ein ganz, ganz dunkles Thema. Und in dem Moment, wo man einfach rein pharmakologisch, toxikologisch zum Beispiel, gerade aus der Toxikologie, das sind die ganz großen Mentoren oder Nestoren, die auf dem Gebiet geforscht haben, für die Ministerien sogar. Ich rede da jetzt von zwei, drei Naturwissenschaftlern, Professoren aus Großbritannien. Ich glaube, aus Harvard sogar, bin ich nicht ganz so sicher, aber die Quelle habe ich, könnte ich gerne mal auch zur Verfügung stellen, wo eindeutig klassifiziert wird, international auch klassifiziert wird, dass Fluorid als Nervengift, als sogar hohes Nervengift, gleich hinter Arsen rangiert, als eines der aggressivsten Nervengifte überhaupt. Wenn man das einfach mal sieht und nicht behauptet von irgendjemandem, sondern jemand, der maßgeblich auch die Gesetze mitbestimmt, die Richtwerte mitbestimmt, also dann wundert man sich gar nicht, dass das Maß so ist, wie es ist. Ja, also das ist keine Theorie. Es gibt da Studien auch, die einhergehen, über 50 dieser Art als Metastudien, wo man festgestellt hat, dass durch die Zusätze von Fluor in der Nahrung oder wie auch immer man das in den Körper einträgt, tatsächlich auch den IQ, den Intelligenzquotienten, auch den der Wahrnehmung, also das Maß der Intelligenz oder gegenüber auch der Dummheit tatsächlich darstellt, sogar bei Kindern. Ja, also das ist ein ganz, ganz, ganz dunkles Thema. Und ich habe mich da im Rahmen meiner Recherchen sehr intensiv mit auseinandergesetzt, weil ich wollte das schon richtig darstellen, nicht einfach eine Behauptung von irgendjemandem jetzt veröffentlichen, sondern ich habe das zigfach überprüft, auch mit Leuten selber auch gesprochen, die in der Forschung stecken, die in dem Thema zu Hause sind, wie ich 40 Jahre in meinem Thema zu Hause bin, weiß, dass das so ist. Das ist jetzt keine Meinung, sondern Fakt. Wenn man das jetzt mal so nimmt, dann wundert einen eigentlich gar nichts. Und dann reicht das, mit Fluor umzugehen. Denn du hast dazu hinaus natürlich noch die Zusätze, die du hast über die Chemtrails, ja, was da auch noch mit eingetragen wird. Dann ist es ein Gesamtpaket, dieses Geoengineering-Thema, wie man es ja auch heute nennt. Und dann natürlich der ganze WLAN-Bereich, der Funkfrequenzen-Bereich.
Ja, also da gehst du ja ebenfalls in den Störzonenbereich hinein und die Zirbeldrüse macht nachweislich, da gibt es zig Studien drüber, hunderte von Studien drüber, die eindeutig belegen, dass gerade diese WLAN-Frequenzen, UMTS-Frequenzen damals schon tatsächlich die Zirbeldrüse zum Stillstand bringen, also zur Degeneration in jedem Fall. Ein großes Gesamtpaket, dazu fehlt dann noch die Beleuchtung, die Kunstbeleuchtung über die LEDs. Ja, wir haben keine Wolframlampen mehr wie früher, sondern die hätte noch ein Lichtspektrum, was die Zirbeldrüse braucht, die dem Naturlicht draußen sehr nahe kommt. Aber wenn du dir das Spektrum anschaust, eben der Kunstlichter, die wir heute haben, dann ist das etwas mit diesem blauen Anteil drin, was die Zirbeldrüse ebenfalls zur Degeneration führt. So, das im Zusammenhang noch mit den nicht mehr spirituellen Themen, mit denen wir uns ernsthaft auseinandersetzen, führt dazu, weil wir dann die Aktion der Zirbeldrüse gar nicht mehr nutzen, dass die Zirbeldrüse verkümmert. Oje, oje. Du hast noch vorne das Wort Chemtrails erwähnt. Ich hatte da kürzlich von 6 Monaten, haben wir das mal nachgefragt beim Bundesamt und die haben uns dann zurückgeschrieben, das ist reine Verschwörung, sowas gibt es nicht. Nicht, es gibt nichts. Sie haben gesagt, das ist reine Verschwörung, die Schweiz macht da nicht mit. Die Schweiz macht da nicht mit, aber alle anderen machen es. Das wurde auch von einer Bundesrätin an einem WHO-Kongress bemängelt und gesagt, man soll aufhören mit diesen Geoengineering, mit diesen Wettermanipulationen. Die Schweiz macht tatsächlich nicht mit, weltweit, also einer der 5 Länder, aber alle anderen machen mit. Aber ich finde es nur witzig, dass sie uns schreiben, das ist reine Verschwörung, wir Schweizer machen da nicht mit. Ja, als ob da an der Grenze ein Zoll wartet und sagt, halt, du bist, diese Luft kommt hier nicht rein, ist ja irgendwo auch ein Witz, oder? Ja, ist es tatsächlich. Aber ich erinnere mich zum Beispiel, um da bei den objektiven Dingen zu bleiben, um da ein bisschen auch Futter zu bekommen in der Argumentation, da nehme ich mal einen Vortrag, den damals Dr. Dietrich Klinghardt gehalten hat auf dem medizinischen Kongress in Baden-Baden. Hat er darüber berichtet, er kam gerade aus den USA zurück, da hat er seine Klinik oder seine Praxis und berichtete über dieses Thema. Und er berichtete insofern, das möchte ich jetzt hier erzählen, weil es sehr schön dazu passt. Er sagte, wir können uns nicht vorstellen, wie brisant, wie heikel dieses Thema ist. Er wollte Klarheit bekommen und hat Freunde mit einbezogen und hat Analysen vornehmen wollen. Er wollte also Untersuchungen machen, also Ablagerungen zum Beispiel auf Gräsern oder Pflanzen im Allgemeinen und wo auch immer dann später auch genaue Untersuchungen durchgeführt wurden. Also einige Ebenen wurden immer abgeschirmt, mechanisch, wo sich draußen nichts von oben sozusagen absetzen konnte. Ja, also durch irgendwelche Folien und dann eben die normalen, wo sich was absetzen konnte, was durch die Chemtrails zustande gekommen ist. Da gab es eben diese Dinge, die aber so klein waren, dass es kein Labor gab, zunächst mal kein normales Labor, was diese Messung durchführen konnte. Aber diejenigen, die es gab, die haben es abgelehnt. Hat gesagt, ihr könnt euch nicht vorstellen, dass ich das und brachte auch Beweise dafür, dass in ganzen USA nicht ein Institut das angenommen hat, den Auftrag, obwohl er privat bezahlen wollte, viel Geld. Das einzige Institut, das es gemacht hat, war wohl das Pasteur-Institut aus Paris und hat dann aber auch später noch, glaube ich, widerrufen und hat gesagt, wir haben richtig Dresche gekriegt, das war ganz schwierig für uns und das ist ein heißes Thema und passt bitte auf. Ich bin da vielleicht ein bisschen zu weit gegangen in meiner Recherche, aber das ist ein ganz dunkles Thema. Also da geht es nicht um Theorien und keine Verschwörung, sondern es ist eine Verschwörung, aber eben von der anderen Seite, die es verhindern wollen, dass wir ins Erwachen kommen. Noch zu meinem letzten Punkt für die letzten 2 Minuten. Immer wenn ich mit dir spreche, geht mir so ein Licht auf. Du bist so ein leuchtendes Erscheinungsbild, das dem Menschen und auch mir sehr viel Hoffnung bereitet. Das waren auch alle deine Bücher, immer sehr zuversichtlich, immer sehr hoffnungsvoll, sehr spirituell, wissenschaftlich. Es bringt einen vorwärts. Und jetzt auch nach diesem heutigen Gespräch, wo sehr viel Hoffnung drin ist, sei es über diese 150 MHz, sei es über einen Wechsel der Denkweise in Bezug auf den Menschen, weg aus diesen reinen Fachbereichen. Kannst du jetzt mir zum Beispiel sagen, ein Buch empfehlen aus deinen Schätzen, die du selbst geschrieben hast oder gelesen hast, womit wir uns eigentlich nochmals was Gutes tun dürfen, um auch unseres Bewusstsein hier ein bisschen mehr zu schärfen?
Ja, das kann ich tatsächlich, obwohl das schwierig ist, weil es auch viele Bücher waren bei mir, über 13, glaube ich sogar, mittlerweile. Aber es ist tatsächlich das Buch, was ich immer noch am aktuellsten finde, ist Metamorphose der Menschheit. Das ist relativ umfangreich geworden, aber ich habe ein Jahr in einem Stück daran geschrieben. Es geht jetzt nicht um die Zeit, aber da geht es genau um den Abgleich, Realitätsabgleich. Wo stehen wir und warum stehen wir woanders, wo wir eigentlich sein wollen? Mhm. Ja, bin ich aus verschiedenen Richtungen angegangen. Und ich muss sagen, ich habe von allen Büchern die beste Kritik bekommen, auch von den Leuten, die den Burs gar nicht mochten. Ja, also gerade von den Kritikern, die ich eher gefürchtet habe. Die haben gesagt, ich habe es durchgearbeitet. Das haben die wirklich durchgearbeitet. Die haben da also ellenlange Berichte drüber geschrieben und jeden Satz da quasi durchleuchtet. Aber da muss ich sagen, also Chapeau. Ja, ist der Tenor dieser Leute. Und da habe ich gesagt, okay, wenn das dann doch irgendwo so allgemein verständlich, aber immer mit den Beweisen dafür, immer mit den Hinweisen, behaupten kann man ja viel, das hat dann gepunktet. Die haben gesagt, der behauptet nicht nur, sondern der weiß, der kann das herleiten, ist im Grunde genommen ein Buch, was ich immer noch wärmstens empfehlen kann. Metamorphose der Menschheit von Dieter Boers. Danke vielmals. Wo ich das bestellt hatte, das habe ich nämlich kürzlich, stand da noch irgendwie Teil 3 drauf. Da habe ich gedacht, da gibt es Teil 3, da gibt es einen Teil 1 und Teil 2 auch noch. Ja, es war ja ein Teil einer Trilogie. Es fing an mit der verratene Himmel, Rückkehr nach Eden, ja, war Teil 1. Dann kam Ego im Dienste des Herzens, allein der Titel sagt ja schon eine Menge. Ja, Ego im Dienste des Herzens, weil da ist die Lösung auch drin. Aber alles zusammengefasst, sozusagen auf den Punkt und in die Umsetzung gebracht, ist dann in Teil 3 natürlich enthalten, Teil 3 der Trilogie, Metamorphose der Menschheit. Ach so, okay, gut. Ich dachte schon, jetzt muss ich noch Teil 1 und Teil 2 bestellen, aber. Nein. Super, gut. Also, herzlichen Dank, lieber Dieter, für diese Aufrollen dieser Geschichte und nochmals herzliche Gratulation. Ich bin total glücklich und happy zu sehen, dass du jetzt da doch noch dem verdienten Lohn eine Anerkennung bekommen hast für deine wertvollen Dienste. Und ich bin mir ganz sicher, dass deine vielen Forschungsarbeiten, die du geleistet hast in diesem Bereich, noch viel, viel mehr an die Öffentlichkeit kommen werden. Da bin ich mir ganz sicher. In diesem Sinne, danke ganz herzlich, lieber Dieter. Ich danke dir und ich danke euch ganz herzlich. Und Ihnen wünsche ich auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.